Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder mit Overwatch und ihr seht was ganz Besonderes, nämlich ein Ranglistenspiel. Erstmalig hier auf meinem Kanal und ich bin selber sehr gespannt, gerade weil wir ein Pre-Med-Team bei uns am Start haben. Also von dem her bin ich freudig in Erwartung, was sie so reißen können und ich habe so das Gefühl, heute sollte ich mal, ach doch, keinen Support spielen. Schön, dann spiele ich gerne heute mal Mai. Bin selber sehr gespannt, was das Gegnerteam so reißen kann. Hier ist natürlich einer mit einem sehr hohen Level, aber am Anfang muss man erstmal schauen, wie man gematcht wird. Die ersten 10 Ranglistenspiele sind nämlich so gesehen Übungsspiele, um so ein bisschen eingeschätzt zu werden und das ist genau bei mir gerade der Fall. Also da bin ich gerade drin und hoffe, dass ich mich so platzieren kann, um auf meine und eure Kosten zu kommen. Wir haben einmal Reinhardt, einmal Winston, dann den Damage, einen Support und schau mal, was der letzte da noch nehmen wird. Einen Tracer. Ja. Schauen wir mal, wie es hier so laufen wird. Hier muss man natürlich immer aufpassen, die Karte ist prädestiniert dafür, runtergeschubst zu werden, beziehungsweise zu schubsen, aber in dem Fall mit meinem Gegner, mit meiner Mai geht das ja leider nicht, also von dem her. Schauen wir mal, aber hier der Lucio, der gegnerische, der ist direkt. Ah. So. So, wir nehmen den Zielpunkt erstmal ein. So leicht lasse ich mich bestimmt nicht runterschubsen oder hier auch verkackeiern. Okay, so viel zu. Ich lasse mich nicht so leicht runterschubsen. Aber da hat natürlich hier Pharah mit dem E das sehr leicht gehabt. Zack. Und man sieht, schon bin ich weg. Stehen jetzt zu 4, zu dritt auf dem Punkt. Ich muss schnell hin. Das ist natürlich wirklich die Map prädestiniert für Leute, die so schubsen können. Also Lucio, Pharah, die machen da sehr, sehr, sehr viel Sinn. Reinhardt wiederum eher schwierig. So, der hat, keine Ahnung, irgendwie gerade irgendwelche etwaigen Probleme gehabt. Auf jeden Fall, das ist jetzt unser Punkt. Der Mech ist mal eliminiert. So, jetzt habe ich mal meine Ulti gezündet. So, auf die Ulti muss ich aufpassen. Dann die nächste Ulti, die jetzt hier reinkommt. Und jetzt stehen sie hier am Punkt. Keine Chance mehr, mich da zu erwehren. Aber zumindest hat man sie bis dahin jetzt ganz gut im Griff. 88% haben wir schon. So viel brauchen wir also gar nicht mehr. Jetzt dürfen wir nur nicht einen Fehler machen, jeder einzeln rein, weil das kann natürlich dann die Problematik sein. Ah, da habe ich. Da wurde mir mein Damage erwehrt. So, da musste ich jetzt echt aufpassen. So, und jetzt muss ich schnell zurück. Muss wieder mich heilen, weil sonst kann ich da nicht mehr lange mitmischen. Und ich krieg da den letzten, aber wichtigen Schaden nicht rein. Ah, da dachte ich, der Schaden wäre schon weg. Habe ihn da nicht an dieses Dachlukenfenster gedacht. Aber egal, wir haben den Punkt wieder geholt.
Das war jetzt wichtig. Ich habe auch meine Ulti mal einfach Proxy draufgelegt. Und jetzt sind wir da in der Verlängerung. Die Gegner müssen nur noch darunter geschlagen werden. Sind 3 Stück. So, der ist zerstört. Sie ist auch weg. Und jetzt ist die erste Runde für uns. Natürlich schauen wir die Ranglistenspiele alle an. Das heißt, es geht jetzt gleich weiter in die zweite Runde. 1:0. Also von dem her, er erfährt alles, wie das so am Ende des Tages für mich gelaufen ist. Wobei ich überlege gerade ganz stark auf Junkrat zu wechseln, weil Junkrat ist hier für diese Karte sehr, sehr gut. Ah, ich habe mit dem noch nicht mal ein Spray aktiviert. Naja. Bin halt auch erst Level 30, gell? So, und jetzt, weil man kann hier nämlich sehr gut einfach von hinten reinhauen. Auch wenn es nicht das Spannendste ist. Aber es ist halt am Ende des Tages, ist es einfach eine Frage, wer macht wie den Schaden. So, wir haben uns den Punkt geschnappt. Und ich halte einfach mal von hinten da rein. Und da hat er jetzt mit seiner Route. Jetzt muss ich hier. Ah, zu spät auf den Punkt. Schade, schade. Aber da waren sie alle drauf. Und da auch, wo ich wiederbelebt worden bin, aber da war ich jetzt so im Fokus gestanden. Man muss halt einfach mit Junkrat am besten so ein bisschen auf Distanz bleiben. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt. Wie wär's mit einer Falle zwischendurch? Naja, so. Alles ab. Ulti ist da. Die nehmen wir jetzt auch direkt gleich in Beschlag. Und damit konnte ich 2 Leute eliminieren. Und hier habe ich ihn auch da nehmen können. Jetzt gibt es hier noch eine Falle hin. Oh. Und jetzt hier muss ich aufpassen, da jetzt nicht alleine reinlaufen. Nächste Mal Ulti ready. Bisschen zu spät, hätte ich sie früher gehabt, könnte ich die gleich ordentlich einsetzen. Aber jetzt muss ich warten, bis ich wieder hinlaufe. Sehr intensives Gefecht hier gerade. Gefühlt hat auch keiner noch so wirklich Vorteile in dieser Runde. So, und dann schauen wir mal. Da wenigstens da hier unterstützen können. So, jetzt müssen wir erstmal den Punkt einnehmen. Ah, und jetzt haben wir da natürlich Pharah von oben. Da kann ich mit meinem nicht wirklich viel dagegen halten. Hat sie gut gemacht. Aber wir haben den Punkt eingenommen. 51:91 und haben gerade ein paar Gegner zerstört. Also von dem her läuft es gerade ganz gut. Jetzt müssen wir das nur noch hinübertragen, sag ich mal. Zellbarriere aktiviert.
Und jetzt, wie gesagt, ich bleibe da jetzt von hinten. Jetzt haben wir unsere Ferrer, die das ihres Zeichens da mit der Ulti probiert hat, aber kein Damage. Zwar den Schaden, aber nicht so viel, wie ich machen wollte, aber es schaut ja sehr gut aus gerade für uns. So, jetzt. Hier kommt der Schaden jetzt rein. Hab da irgendwie auch so eine Auszeichnung bekommen. Der Soldier hat dran glauben müssen. Jetzt muss ich noch gucken, wo ist die Ulti? Es schaut gut aus. Auch der ist weg, Killstreak. Ulti schicke ich nochmal los. Und der ist auch weg. Ein ganz, ganz extrem intensives Ende. Und jetzt haben wir es geschafft. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut präsentiert und eingebracht. Bin überall auf Platz 3, beziehungsweise bei der Heilung sogar Platz 2. Also das war eine feine Runde und damit konnte ich mich, glaube ich, ein bisschen besser positionieren. Jetzt die letzte Runde. Huch. Jetzt überlege ich nur gerade, ob Junkrat die richtige Wahl bleibt. Ja, wir bleiben einfach erstmal bei ihm und schauen, ob sich das Gegnerteam umstellt oder ob es bei dem bleibt, wie es derzeit der Fall ist. 5, 4, 3, 2, 1. Runde 3. Nehmen Sie Ihr Zielpunkt ein. Aber die Runde lief ja bis gerade eben sehr solide. Auch wenn es am Schluss ein sehr intensives Ende war. Muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht sofort drauf gehe. Da will ich jetzt schon erstmal ein bisschen reinhalten. So, und immer schön rein da. Und jetzt ist er weg. Und jetzt können wir den Punkt einnehmen. Sehr gut. Und wie gesagt, Junkrat immer hinten bleiben. Nicht die Front als Gegner suchen. Ulti am Start und wir legen mal gleich los. Und einen haben wir mitnehmen können. Achtung, Trommelfeuer. Erstmal halte ich mich jetzt hier ein bisschen zurück. Leider hat hier ein Mate das zeitlich gesegnet. Immer hier aufpassen. Und jetzt hat mich da der Soldier bekommen. Ich dachte, der wartet vielleicht in Anführungszeichen nach vorne, aber der hat sich dann doch noch für mich interessiert und ja, dann hat er mich weggeultet. Noch habe ich nicht genug. So. Bin am Angriffsziel. Sammeln an meiner Position. So, auch hier immer Obacht. Und jetzt nimm mal den Punkt mal ein.
Ah, da hat er sich gut bewegt, links und rechts, so gesprungen, wie ich das nicht erwartet hatte. Aber ist halt auch schon ein Level 122 Player. Der ist natürlich auch nicht ganz unbedarft in dem, was er da tut. So. Und weiter will ich da mich so ein bisschen sneaky reinspielen. Genau so immer schön von der Seite, von hinten die Granaten wirken lassen. Ah, da hat mich der echt noch bekommen. Unglaublich ärgerlich. Da wollte ich unbedingt den Punkt haben. Und man sieht ja, der hat gar nicht auf mich sich konzentriert eigentlich. Aber Ulti ist ready und den Punkt nehmen wir wohl gerade ein. Aber nein, doch nicht. Da dachte ich, der tickt durch. So, das gab noch einen Doppelkill. Und damit habe ich noch, glaube ich, einen Bärendienst geleistet. Und auch er ist jetzt endlich mal weg. Das war meine späte, aber doch dann genügende Rache. So, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie wegkommen. Und jetzt guckt sich der da nur noch mich aus. Ulti ist wieder ready. Das heißt, die schicke ich jetzt mal los. Ah, da habe ich leider den Konter vom gegnerischen Junkrat bekommen. Und sie haben es echt noch geschafft, jetzt den Punkt zu mopsen. Unglaublich knapp alles. Ah, jetzt hat auch der Junkrat es da wirklich noch geschafft, zwei Leute von uns zu killen. Jetzt noch der dritte mit Winstons down. Zwei Kills durch unsere Pharah. Jetzt habe ich hier die noch mitnehmen können. Ganz wichtig, dass ich mich da jetzt auf den Punkt behaupten konnte für die Verlängerung. Das ist alles viel enger, als eigentlich es wünschenswert wäre. Und jetzt die Wiederbelebung, sehr gut. Jetzt habe ich es nochmal versucht drauf zu schaffen, aber das ist alles so unglaublich, unsäglich knapp hier, diese Runde. Wir versuchen da noch hinzukommen. Schnell meinen Reifen gezündet, weil der hat ja noch die Möglichkeit. Damit habe ich noch einen wegnehmen können, aber den Sieg konnten wir jetzt gerade noch einfahren. Das war ein perfektes Ranglistenspiel nach Maß mit 3 Siegen in Folge. Da haben wir uns gut zusammengerappelt und den Sieg mehr als verdient bekommen. Lockdown hat hier das Highlight des Spiels bekommen. Jetzt schauen wir mal, wie das war. Ja, das war am Schluss nochmal eine sehr wichtige Aktion. Schöner E genutzt, hat er ganz toll gemacht. Und hier die Ulti perfekt eingesetzt. Super schön gemacht, Lockdown. Kompliment. Und ja, da kriegt er von mir sein episch, ganz, ganz klar. Für die Runde gibt es auch hier ein ganz klares Plus. So, und jetzt seht ihr alle Helden, was wir hier geleistet haben. Eliminierung, Zielfortschritt, Kills. Also ich glaube, ich habe mich wacker geschlagen. Stufe 31 damit erreicht, eine Lootbox bekommen und ein Porträt erhalten. Das war doch sehr
lohnenswert. Und jetzt sehen wir Platzierungen in den Ranglistmatches. Die ersten zwei liefen schlecht, dann ein Sieg, dann eine Niederlage, jetzt wieder ein Sieg. Also in Summe konnte ich mich da schon ein bisschen platzieren. Ja, das war's heute von diesem Ranglistmatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.